Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe endlich mal wieder ein Backvideo. Ich habe diesmal ein Cheesecake-Rezept abgefilmt, aber nicht irgendein Cheesecake, sondern das Original. Ist wahrscheinlich nicht das Originalrezept, aber ich habe versucht, das Originalrezept vom Cheesecake der Cheesecake Factory zu finden. Der ist super lecker, schmeckt auch ein bisschen anders als der Cheesecake bei uns. Probiert es einfach mal aus, ihr werdet begeistert sein. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr den Original Cheesecake von der Cheesecake Factory kennt. Und viel Spaß bei dem Video. Also los geht's mit dem Rezept. Für den Teig brauchen wir Zimt. Ich habe hier Graham Cracker benutzt. Die kriegt man aber in Deutschland nicht so leicht. Deswegen könnt ihr Vollkorn, Butterkekse nehmen und Margarine. Im ersten Schritt müssen wir die Margarine erstmal schmelzen. Ihr könnt es in einem kleinen Topf machen oder einfach wie ich in der Mikrowelle einfach für 30 Sekunden hineingeben. Dann ist sie schon flüssig. Dann geben wir die Menge der Butterkekse in eurem Fall einfach dann zerkleinern in einer Tüte mit einem Nudelholz in eine Schüssel, geben dann den Zimt hinzu, vermischen das alles gut und dann kommt auch schon die flüssige Butter hinzu und dann müssen wir alles gut durchkneten. Habe ich etwas Backpapier in eine Kuchenform gegeben. Ich habe hier keine Springform. Falls ihr eine zu Hause habt, nehmt die, weil es dann am Ende einfacher ist, den Kuchen rauszuheben. Ich zerknäule mein Backpapier ganz gerne, weil man es so viel besser formen kann. Und jetzt drücken wir die Butterkekse oder in meinem Fall die Graham Cracker einfach ganz fest auf den Boden und frieren das jetzt erstmal für eine halbe Stunde ein. In der Zwischenzeit machen wir die Füllung. Dafür brauchen wir Zucker, Vanilleextrakt, ihr könnt aber auch eine Vanilleschote nehmen, Sour Cream, Frischkäse und Eier. Die genauen Mengenangaben stehen wie immer unten in der Infobox. Wir fangen damit an, dass wir den Zucker mit dem Frischkäse und der Sour Cream vermischen. Ich habe hier natürlich auch kein elektrisches Rührgerät und deswegen musste ich alles mit der Hand machen. War ein bisschen mühselig, aber das klappt auch. Dann schlagt ihr die Eier in einer separaten Schüssel auf und verquillt sie erstmal. Und nachdem sie verquillt sind, gibt ihr sie dann nochmal zur Sour Cream Frischkäse Zuckermischung hinzu und vermischt es dann auch nochmal gut zu einem homogenen Teig. Und am Ende kommt dann noch etwas von dem Vanilleextrakt hinzu. Wenn ihr dann die Füllung soweit vorbereitet habt, dann holt ihr am besten den vorbereiteten Boden aus der Tiefkühltruhe und gebt dann die Füllung hinein. Der kommt jetzt in den Backofen, nämlich für 50 bis 60 Minuten bei 180 Grad Umluft. In der Zwischenzeit können wir schon mal die letzte Schicht vorbereiten. Die besteht nur aus Sour Cream und Zucker. Ich mache das immer nach Augenmaß. Ich würde schätzen, das sind so, ja, ich weiß nicht, so 5 bis 6 gute Esslöffel Sour Cream mit 1 bis 2 Esslöffel Zucker. Das vermischen wir. Es soll ein bisschen nicht zu süß sein, sondern so ein bisschen säuerlich. Und das geben wir dann auf den fertigen Kuchen drauf. Ihr seht, er sieht überhaupt nicht hübsch aus, aber es macht gar nichts. Wie sagt Jamie Oliver immer, er mag super rustikal. Das ist auch meine Devise. Und vor allem, wenn die letzte Schicht drauf kommt, dann sieht man gar nichts mehr von der Unebenheit der Füllung. Und ja, das werde ich jetzt alles vermischen. Danach muss der Kuchen nochmal für 4 Stunden in den Kühlschrank. Das hört sich sehr aufwendig an, aber die einzelnen Schritte sind eigentlich überhaupt nicht kompliziert. Auch die Arbeitszeit, die man damit hat, ist wirklich ganz, ganz kurz. Er braucht halt nur etwas länger im Backofen, muss dann nochmal auskühlen. Aber das Endergebnis ist auch unglaublich lecker dafür. Ich hatte ihn nochmal hier mit Klarsichtfolie abgedeckt. Er hat so süße Pünktchen bekommen, finde ich eigentlich ganz nett. Also ich finde, es sieht auch ganz hübsch aus. Jetzt schneide ich das alles nochmal in Stücke. Und gleich werdet ihr auch sehen, wie das Endergebnis aussieht, weil man sieht richtig gut die einzelnen Schichten und die schmecken auch alle sehr unterschiedlich und das ist eine sehr, sehr leckere Kombi. Ihr könntet für den Boden auch Spekulatiuskekse nehmen, das finde ich auch immer sehr lecker. Probiert es einfach mal aus, wenn ihr ein Käsekuchen-Fan seid, dann werdet ihr den hundertprozentig mögen. Und es ist mal eine Alternative, gerade wenn ihr irgendwo einen Käsekuchen mitbringen sollt, dann macht den, ist mal was anderes. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß! I've seen future hiding beneath the water. I've seen future now.
I cannot seem to understand.